In der heutigen Folge wollen wir all die Frauenherzen öffnen, die aus Schutz verschlossen wurden. Selbst wenn du denkst, dein Herz sei bereits offen, sei gespannt, welche Muster und Herzmauern sich vielleicht noch in dir verstecken könnten. Wir teilen mit dir unsere wichtigsten Werkzeuge und Übungen, um trotz aller schlechter Erfahrungen dein Herz für die Liebe weit offen zu halten und laden dich dazu ein, dich voll auf uns einzulassen. Der Podcast von und mit Lila Sauerschnitt und Stefanie Scharawäger. Zwei psychologische Beraterinnen und engste Busenfreundinnen reden schonungslos ehrlich und mit einer guten Portion Wiener Schmäh über Liebe, Sex, Dating und Männer. So, als wären sie allein. Deeper als Deep Talk. Udo Herzlich willkommen zum Boodle Knocker Podcast. Du hörst die bezaubernde Stimme von Soxy. Genau, genau. Sox und Lila. Wir sind wieder da. Wir yeah. zwei. Und wir freuen uns ausnahmsweise, so richtig ausnahmsweise und noch mehr. Und sind einfach riesig dankbar, dass du, wunderschönste Göttin hier, hier mit uns bist. Und schon. Fang gleich voll an, mit uns vielleicht eine sehr lange Reise teilst mhm. oder ja. erst seit kurzem dabei bist, gell, Steffi? Wir haben mhm. ja ein riesiges, wie soll ich das sagen, ein riesiges. Familie, Gottes Family aufgebaut, kann man wirklich schon Bist sagen. Deppert. oder? Ja. Wir sind eine Großfamilie. Es ist eine Großfamilie, wie wir das, großfamilie. Wie wir eine das, das immer wollten. Wirklich, ja, haben so wie wir es immer wollten. Jetzt haben wir. Mit ganz vielen Schwestern. Wir sind genau. wirklich, unsere Eltern, die da oben sind, wer auch immer sie sind, ja, unsere gemeinsamen <lacht> Eltern, <lacht> die haben sind viele, Mäd viele Mädchen bekommen. <lacht> <lacht> ja, wirklich, das ein, <laughs> ein paar Burschen sind dabei, aber wir sind fast nur ja, die, so ein da in der paar Familie. Geheime sind dabei, ja, die genau. sich nicht zu ordnen, ja. Die, ja. die eigentlich uns alle verfolgen und <laughs> genau wissen wollen, wie Frauen ticken. Die, die haben wir auch dabei. Boys. Die Cognitive Boys, ja genau. Aber was wir sagen wollen ist, wir möchten heute mal von ganzem Herzen alle neuen Bullnockerten liebe bei uns begrüßen, weil wir, so wie gerade gesagt, wir wirklich schon sehr groß sind hier ja. und weil uns wirklich immer wieder ganz neue wundervolle Frauen hier, wie soll ich sagen, aufspringen aufs, ins, ins Love Sisters das Boot sozusagen, ins Ship. Das Schiff, danke schön. Das konnte ich nur. Das Schiff, das Schiff. On the ship. Und alle, die schon dabei sind, wissen genau, was das heißt. Und, und alle, die neu geht, dabei sind, die werden es bald herausfinden. Ja, die, die alten Folgen an der ja, was genau. das Love-Ship ist. Irgendwo ist es versteckt, auf ja. jeden Fall. Das Love-Sister-Ship. In und den trockenen Bahnen wirst du es finden. Ja, genau. <lacht> 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 ah, Stefanie. Schön, die trockenen Bahnen. Das war toll. War toll toller Moment. Zeit. A, do, total schöne Zeit. Wirklich, die guten alten Zeiten. Wirklich. Die trockenen Bahnen, wirklich. War im Oktober sowas. Das, das kann ich spoilern, das weiß ich noch. Hm, Im stimmt. Oktober war es. Um, ja, und wir wollen einfach einmal Danke sagen, dass du bei uns bist und mit uns da auf dieser Ship aufgesprungen bist, bitte, weil wir sind nämlich mittlerweile richtig, richtig viele und wir, kommen, wir bekommen einfach easily viele Nachrichten, in denen halt einfach steht, ich habe euch gerade entdeckt und ich suchte euch jetzt durch und ich habe jetzt, könnt ihr bitte noch einmal neue Folgen aufnehmen, weil ich bin jetzt schon wirklich fast fertig, ja, oder auch Nachrichten, in denen... Wirklich Frauen sich die Folgen runterladen für lange Autofahrten, für lange Flüge, mhm. für zehnstündige, damit sie dann mhm. so, so sozusagen vorbereitet sind für die Reise und alle Folgen sich anhören können, ja? Und uns mit am, im Ohr haben also sozusagen. Das voll. Schönste. Deswegen mhm. es ist es schon eines der größten Geschenke wieder mal für uns, dass jemand bei uns zu uns kommt, eine Folge hört und sich denkt, ich brauche die zweite Folge und sich ja. dann denkt, boah, ich brauche die dritte Folge und ich, ja. ich höre mal das und das und, und das an. Und ja. auch, ich möchte noch was ergänzen: auch das, was natürlich noch mal extrem schön für uns macht, ist ja diese Liebe, die wir da zurückbekommen. Also es ist ja genau. nicht, so, dass, nicht nur so, dass wir diese Liebe nach außen spüren, die Liebe zu dir, die, da, die du da bei uns bist. Wir lieben dich ja so sehr, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und. Das, für uns das Schöne und auch gleichzeitig auch Faszinierende ist, wir kriegen so viel Liebe zurück. Wirklich. Wir werden zurückgeliebt, Lila. Ja, wirklich. Das, das, ist, das ist ein vollkommen Wahnsinn. Richtig. Und ja. auch von diesen wundervollen Frauen, die neu zu uns kommen, ja. die sich ein, zwei Folgen anhören und spätestens nach Folge zwei oder drei sagen: ja. Ich bin verliebt in euch, ja. ich liebe euch auch. Und das Voll. ist halt einfach immer, ja. was für ein Liebesfeld haben wir ja, da. Ich meine, wirklich. das ist ja auch ein bisschen gestört und habe ja. auch, wie soll ich sagen, ein bisschen crazy und nicht ganz normal, aber wir lieben ja. das halt. Aber so, so ist, ja, das sind ja. wir. Das waren wir schon. Nicht immer, ganz normal? Nein, und aber aber in dieser Liebe drinnen, in diesem Liebesding. Ja. Und, genau. weißt, und das ist ja auch so schön zu sehen, was. Wie dieser Kreislauf der Liebe sich ja so, so, so wieder fließt, wenn man das hinaussendet, lieber hinaussendet wie sich das multipliziert und was wir da zurückbekommen. Mhm. Und jetzt ist halt wirklich schon crazy, weil es halt schon so viele ja, genau. sind. Das sind und Zahlen, das backen wir hier ja, ja schon gar nicht mehr. Wir haben erst ja, letzte Woche die Bad Boys Folge von letzter Woche ist wieder in die Höhe geschossen, mhm. ja. wie eine Eins ja. und eine neue Spitze wurde erreicht. Ja. Wir, so. wir verfolgen wirklich ganz bewusst, wir zwei, unsere Spitzen, die wir erreichen mit Podcast-Folgen, weil wir sie dann auch so feiern. Wir sind ja auch so, boah, bist narisch, hast du das gesehen? Ja, bist narisch. Eine schickt der anderen und wir backen es überhaupt nicht, ja? Und dann wird uns wieder bewusst, wie viele hier bei uns sind, die uns so unterstützen und die das selber auch mit uns so feiern. Und deswegen, herzlich willkommen bei uns, schönste yeah. Frau. Egal, ob du jetzt ganz neu bist oder ein paar Wochen bei uns bist oder schon uns von immer begleitet Folge <laughs> 1 dran Wir sind heute halt bei Folge 79. Ich meine, das ist ja auch schon mal eine Zahl. Nächstes Mal ist Folge 80 dran. Also, so schön, schönste Frau, dass du so liebesnarrisch bist wie wir. Nämlich wirklich Liebesnarrisch. Und das lieben wir. Sonst und wärst du nicht hier. Genau so ist Sonst hätten wir unseren Anzug. Ja, sagen, das, das ist der da geh ich wieder. Nach einer Folge, na danke, für ja, wieder Das Ich keiner aus Das ist auch nicht normal, die zwei. Was da, da muss man liebesnachlich sein. Und dann singen sie wieder. Dann wirklich. zu verstehen überhaupt was wieder. Überhaupt, ja, das stimmt. Da, bitte, ja, ja, das stimmt. Und wir sind einfach so dankbar, dass du auch hier bei uns bist, weil du genauso wie wir mehr willst. Mhm. Mhm. Mehr Freude, mehr Fülle, mehr Liebe, mehr Sein. Mehr Leichtigkeit, mehr Freiheit und natürlich auch mehr Gottes Energy. Yes, Baby. Und passend zur heutigen Folge gleich mal vorweggegriffen und du dein Herz für die Liebe und natürlich für dich so richtig ganz, ganz, ganz weit öffnen möchtest. Das ist auch sehr schön, weil das Herz ist ja auch ein Magnet. Das hat uns ja auch zueinander angezogen, der Herzmagnet in Wirklichkeit. Und es ist einfach schön, dass du hier bist und auch mit deinem offenen Herzen. Durch die Welt gehst. Mit uns gemeinsam so. Also gratuliere zu dieser Entscheidung, dass du bei uns bist. Ja. <lacht> Natürlich <lacht> einmal. Das ist die beste Entscheidung. Nein, jetzt, und, Entschuldigung. Ist ja so wirklich wahr. Na klar. Ohne Spaß. Ganz es ernst ist, gesagt. Ja. Beste kann man froh sein. Des Lebens. Dazu kann man nur gratulieren, ja. dass du bei uns gelandet bist. So. <laughs> Richtig. Ich echt ganz klar und deutlich betonen. So ist Weil wir wissen, was das bedeutet, wenn du ja. bei uns bist. Bleibt es nicht ist. Na, dann wird es Ja, Ziemlich lernt. Und natürlich gratulieren wir dir auch dazu, dass du dein Herz öffnen möchtest und so richtig öffnen möchtest. Denn indem du die Entscheidung triffst, dass du dein Herz öffnen möchtest, passiert das quasi ganz automatisch von selbst. Hm. Und in der heutigen Folge, herzlich willkommen in der heutigen Folge, wollen wir all die Frauenherzen öffnen, die sich aus Schutz für die Liebe verschlossen haben. Und selbst wenn du vielleicht denkst, dein Herz sei bereits ganz offen und die Folge ist quasi nichts für dich, dann sei aber trotzdem gespannt, welche Mustern und Herzmauern sich vielleicht trotzdem noch in dir verstecken könnten und wo man quasi die letzten Bröckelchen an Herzmauern noch umreißen darf heute. Mhm. Ja? Vor allem auch hier. Ja. Es ja, geht ja auch gerade beim Herzöffnen, geht es ja auch darum, noch mehr Liebe ins Leben zu holen. Mhm. Richtig, genau. Und ich glaube. Das für uns immer. immer. Mehr. Also mehr Liebe geht immer. Gell? Da, um, also, na, dafür kann man offen sein. Muss man schon sagen. Gell? Das na, das ist, ist da gibt es nicht zu so viel oder Eine Win-Win-Situation ja, kann man ja. sagen. Das ist, das ist <laughs> eindeutig. Agmade Wiesen. Wiesen. genau. Also wir teilen heute mit dir die wichtigsten Werkzeuge, um mit den Herausforderungen auch beim Dating gut umgehen zu können und trotz aller schlechter Erfahrungen, die du vielleicht gemacht hast, das Herz für die Liebe offen zu halten. Aber so richtig. Jetzt erzählen wir eine kurze Geschichte aus unserem Leben, gell? Ja. Wenn wenn ich, ich fange mal an und, und leite dann rüber, ja. ja Weil als wir alles wir stehen vielleicht gefährdet. ich zeig, als Ach wir ja. in, in eine unserer vielen Loves ist, das Reisen gestartet sind. Also, wir haben ja schon viele Visionen gehabt, aber eine, eine große Vision war ja auch. Warte, Lila, kommt jetzt Transform Yourself Yourself? <laughs> Transform Yourself war auch eine Vision, das war die Startvision. Aber darüber wollen wir nicht reden, Stefan. Das, weil das war noch die. Man, ich meine, man fängt ja immer an. Ne? Probiert einmal so ein bisschen. Man, probiert, man, man startet rein in eine Reise voller Visionen und denkt sich, wir nennen ja, es Transform Yourself. Ich sag's weiter: Beer Love ist der Bio. Son, jetzt sage ich nichts mehr. Das war unsere Anfa unser Anfangsprogramm, das wir kreiert haben. War auch cool, aber. <laughs> Aber war jetzt auch nicht so war cool. Nicht so der <laughs> muss man auch sagen. Ist es es ging besser. <lacht> <lacht> Aber wir hatten noch eine andere schöne Vision neben Transform Warte, ich muss ganz kurz also bitte kurz abschließen, ja, weil wir so viel okay. lachen. Es war halt der Beginn und wir haben uns einmal ein bisschen ausprobiert in diesen Online-Bereich ja, und haben halt erste <laughs> Videos gedreht und so weiter. Und die Lilia und ich lachen deswegen so, weil halt, wie oh, geht es. Ist es ist schon sehr lustig, wenn man unsere ersten Videos sieht. Halleluja. Es ist zum wegbrechen. Also es ist wenn, wegbrechen. Wenn uns das zufälligerweise irgendwo, weil wir einen Ordner durchsuchen und irgendwas Altes suchen und das kommt hoffe, es kommt uns zu einem Video die Öffentlichkeit. Nein, das wie war schon mal. Ich hoffe, es kommt alles gelöscht. weg. Die Lila und ich kriegen wirklich oh. tränenreiche Lachkrämpfe, weil es echt. Es, es waren schon zwei andere Wesen, die da gesprochen haben. <laughs> Das war lieb, nicht wir. Lieb, Mama. Ganz lieb. Und dann nur ein bisschen so, wir haben uns sehr dran gehalten, dass wir quasi, weißt du noch, wie wir unsere tausenden Flipcharts geschrieben haben, <laughs> das dass wir ja für die Videos genau, genau das sagen, was da oben abgestillt. steht. Damit. Oh, wei, oh, wei. Also, ja, jeder fängt mal an. Ja. Das, das können wir mitgeben. Und jeder hat da so seine ersten Ideen, die vielleicht ja, genau. erschossen <laughs> Das muss man auch sagen. Aber bringt, alle, bringt uns alle weit. Ja. Also bitte dranbleiben. Jedenfalls ist Transform Yourself, es ist gerade 9:09, sehe ich gerade, mhm. eine unserer ersten Visionen gewesen und eine weitere Vision war, die waren die 1 Million offenen Herzen. Kannst du erinnern, Steffi? Nein, gut nein. Und man muss ja da schon ganz ehrlich sagen, diese Vision ist tatsächlich, würde ich jetzt festhalten, für uns mhm. zwei Realität geworden. Das ist nämlich jetzt wirklich so, 1 Million haben wir sicher geschafft, denn all die Frauen, die hier bei uns sind und die Liebe vielleicht noch suchen. Oder sich finden lassen möchten oder den richtigen in ihr Leben ziehen, Leben ziehen wollen, haben ganz unbewusst oder bewusst auch natürlich den ganz großen Wunsch, ihr Herz noch mehr zu öffnen, egal welche Geschichte du gerade schreibst. Es geht immer darum, wir wollen noch mehr unser Herz öffnen und noch mehr Liebe ins Leben ziehen. Und das ist es auch, was wir zwei Steffelein automatisch in unserer Arbeit mit all unseren wundervollen Soul-Clients, Göttinnen machen. Und zwar das Herz noch mehr öffnen. Aber so richtig, allen voran. Für uns selbst. Und deswegen sitzen wir da auch heute wieder hier, weil wir das genau mit dir heute auch wieder machen möchten. Ja. Wir mhm. geh mal so richtig rein. Und vielleicht auch ganz wichtig vorab zu wissen, wenn du nämlich den Wunsch hast, einen tollen Mann in dein Leben zu ziehen, mhm. beziehungsweise einfach einen normalen, coolen Mann, ja. Einfach ja, ein, kann ein normaler einer. Ja. führt auch kein Weg daran vorbei, dein Herz so richtig aufzumachen. Wenn das verschlossen ist, ist das schauen wir uns genau an dann geht es nicht so richtig. Und sich mit einem anderen Menschen zu verbinden, bedeutet einfach gleichzeitig, dein Herz dafür zu öffnen. Und das ist aber auch genau das, was auch unendlich Angst machen mhm. kann. Und viele unserer wundervollen Klientinnen wünschen sich so sehr eine Paarbeziehung, aber sobald es ernst wird, verschließt sich ihr Herz und sie bekommen Angst oder Fluchtgedanken. Sie denken, ihr Herz schützen zu müssen, damit es nicht bricht. Genau. Doch es ist ganz wichtig zu wissen, das Herz kann nicht brechen. Das Herz ist so stark. Mhm. Das kann so viel. Das Herz heilt und bricht nicht. Genau. Und wir wollen gleich zu Beginn ein ganz ein wunderschönes, eines unserer Lieblingsmantren, unser Love Mantra, mit dir teilen. Und zwar: Ich öffne mein Herz jeden Tag aufs Neue, viele Male. Und einfach, indem ich dies beschließe, geschieht es. So schön. Das ist so schön. Spür das mal hin. Wie fühlt sich das denn an für dich? Du öffnest dein Herz jeden Tag aufs neue, viele Male und einfach indem du es beschließt, geschieht es. So schön. Mhm. Und bist du bereit, es voll zu öffnen und es auch richtig weit offen zu halten? Bist du bereit Widerstände? Und Herzensmauern fallen zu lassen? Mhm. Also ganz ehrlich, Lila, glaub, ich spür's. Ich spür's auch. Alle bereit. Ich alle ein eindeutiges Ja. Ja, energetisch gespürt, das Absolut. war Ja von allen Seiten. Komplett. Kurzer Spoiler: Allein dieser Beschluss macht schon das Leben so viel leichter, so viel freier und so viel liebevoller. Und klar kann das Ganze auch Angst machen. Und denn indem du dein Herz wirklich öffnest, und jetzt kommt's, mhm. machst du dich natürlich auch verletzlich, gell? Ja, da, da wird's um dann was. natürlich ja genau, da wird's dann ein bisschen haarig. schauen wir mal, was da was ist das da so kommt? Geschichte. Es ja, <laughs> müssen wir uns das mal genau anschauen, aber gemeinsam schaffen wir das, ja. <laughs> Weil ja natürlich die Verletzlichkeit auch etwas ganz, ganz, ganz Schönes ist. Weil in deiner Verletzlichkeit liegt so viel mehr als dein Schmerz, deine Wunden, deine Kämpfe und deine Anstrengungen. In deiner Verletzlichkeit steckt tiefe innere Freiheit und dein größtes Heilungspotenzial. Mit deiner Verletzlichkeit teilst du deine Gedanken, deine Freude, deine Liebe, dein Glück und allen voran, ganz besonders, du teilst dich, genau. dich als das Wesen, das du bist, dich als schönste Sternenseele, die hier auf diesem Planeten verweilt, ja? Du teilst dich, ja. alles, was zu dir gehört, genau. so wichtig. Und die Verletzlichkeit bedeutet, ganz für dich einzustehen und zu sagen, wer du bist und was du willst. Mhm. Und wenn du dein Herz öffnest, können die richtigen Menschen zu dir finden. Das ist so wichtig zu wissen. Warte bitte nicht, bis du dich sicher fühlst, um dich zu zeigen. Du verpasst damit alles. Zeig dich. Versuch's einfach mal. Und sei nicht überrascht, wenn dann plötzlich zufälligerweise, unerwartet, du genau die Menschen triffst, die sich ebenfalls dafür entscheiden, mhm. ihre Herzen zu öffnen. Die mutigen Liebenden sind diejenigen, die sich, die sich verletzlich zeigen, die ihr Herz offen halten, auch wenn sie Angst haben. Mhm. Und ja, auch wir haben oft Angst. Aber das Herz bleibt offen. Für uns gibt es, dafür führt kein Weg vorbei. Es gibt keine Alternative für uns. Ganz genau. Never das ist ever. eine Entscheidung. Punkt. Und es bleibt so. Und dazu stehen wir. Richtig. Ganz Komme genau. was wolle. Absolut. Und das Herz hat unendlich viel Liebe in sich und kann jeden Schmerz heilen. Das mhm. ist so wichtig. Wir mhm. glauben, unser Herz verschließen zu müssen, weil es den Schmerz nicht erträgt oder weil wir den Schmerz nicht ertragen. Derweil ist es ja genau anders. Das Herz in, mit seiner Liebe heilt uns darin, heilt den Schmerz, heilt alte Verletzungen. Und sobald wir uns verletzlich zeigen, legen wir den Schmerz in unser Herz. Und unser Herz heilt den Schmerz. Und das Herz hat so unendlich viel Liebe in sich und kann jeden Schmerz heilen. Und das Wichtigste: Das Herz hat keine Angst davor. So ist. Das ist eben nicht zu. Das Der hat die das, das hat sie eine. Das Herzl. Ja, genau. All in, Soll ich nur. Genau. So. <laughs> All in für die Liebe. Also Liebes, wenn wir dich jetzt fragen, dein Herz öffnen, wovor fürchtest du dich? Wovor hast du Angst, wenn du dein Herz öffnen sollst? Vor Ablehnung, Scheitern, Einsamkeit, verletzt zu werden, was auch immer es ist, warum denkst du, dein Herz nicht öffnen zu können? Spür da mal ganz ehrlich hin. Und ja, es ist bitte vollkommen verständlich und menschlich, auch manchmal das Herz als schützen und verschließen zu wollen. Aber bitte, 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 lass dir mit aller Deutlichkeit von uns gesagt sein. Egal, warum du dein Herz verschließen willst, du bestrafst dich nur selbst damit. Mm. Es bringt dir nichts. Nein, das stimmt. Null. Du hast davon gar nichts, wenn du dein Herz verschließt. Ganz im Gegenteil. Wenn du dein Herz verschließt, verschließt du dich vor all der Liebe in deinem Leben. Das ist es, was wir eigentlich wollen. Wir verschließen uns vor dem, wonach wir uns eigentlich so sehnen. Sehnen mm. und sind in einem Teufelskreis drinnen. Und die Lösung ist aufzumachen, dann fließt das wieder. Mhm. Und bitte, bitte, denk daran, besonders die tiefen Enttäuschungen, die tiefen Verletzungen sind es, die dein Herz am weitesten öffnen, nicht am engsten verschließen. Das glauben wir. Wir glauben, unser Herz verschließt sich aufgrund der schmerzhaften Erfahrungen. Das ist überhaupt nicht wahr. Das öffnet unser Herz ganz ganz weit, weil genau diese tiefen Enttäuschungen zeigen dir, wie sehr du in der Lage bist zu lieben und immer wieder und immer wieder und immer wieder neu zu lieben, egal wie groß der Schmerz war. Übrigens, kurze wichtige Randnotiz. <laughs> Auch andere spüren energetisch, wenn unser Herz verschlossen mhm. ist, gell? Also es ist nicht so, dass es das nicht bemerkbar und nicht spürbar ist. Ganz im Gegenteil. Mhm. Da hört man dann manchmal vielleicht auch so Feedback wie, man kommt nicht an uns ran. Oder man wirkt irgendwie unterkühlt oder arrogant oder vielleicht so unnahbar. Das ist auch oft, wir hören das manchmal auch, wenn Frauen im Dating sind und dann sagen, ich bekomme das Feedback vom Mann, der kommt an mich nicht ran. Oder ich bin so, 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 so um, unnahbar. Mhm. Das ist, weil unser Herz verschlossen ist. Ja, und weil wir uns noch nicht trauen, uns so richtig das zu zeigen. Genau. Mit all unseren offenen Herzen. Mhm. Mhm. Mit allem, was dazugehört. Genau. Oder es geht auch, wie andere es spüren können, in die andere Richtung. Das, manchmal wirkt es dann als unsicher, unklar oder bedürftig, mhm. das verschlossene Herz. Und manches Mal ist es so, dass wir wirklich buchstäblich Mauern um unser Herz gelegt haben, um unsere sensible, verletzliche Seite zu schützen. Und da man diese Herzmauern, wie gesagt, sehen und fühlen kann, kann man sie auch verändern, bitte. Ganz wichtig. Wir müssen nicht mit diesen Herzmauern leben. Und das geht sogar relativ einfach. Und du kannst es auch gern versuchen, jetzt gleich direkt, ganz easy-cheesy. Wir sind dabei. Da ja, brauchen wir, dabei, wir cool dabei. gar nicht viel dazu, sondern stell dir einfach mal vor, du lässt dich in dein eigenes Energiefeld, in dich hineinfallen. Stell dir das einfach mal vor. Du musst gar nicht wissen, wie. Da gibt es jetzt kein klares, konkretes Bild, so muss das sein, sondern so, wie es für dich richtig ist, lass dich mal in dich und in dein Energiefeld fallen. Und lass dich sinken und bitte dein Unterbewusstsein, dass es dich, zu deiner Herzmauer führt. Und nimm einfach nur wahr, wie du dich gerade, gerade fühlst und welche Eindrücke du empfängst. Und wenn du das Gefühl hast, vor dir befindet sich eine hohe Mauer, dann kannst du sie zum Beispiel berühren. Du kannst sie bemalen. Du kannst schauen, wo an dieser Mauer bitte der, der Stoppel ist. Wie sagt man in, in Deutschland zum Stoppel? Das Stöpsel, Stöpsel? Vielleicht das Stöpsel, ja, keine Ahnung. Der Stoppel. Ja, wo der zum Stoppel dieser Mauer ist. Weil ich glaube, man kann diese Mauer vielleicht sogar auslassen. Genau. Oh ja, unbedingt. Sie ist vielleicht nur irgendwie mit Luft gefüllt. Ja. Und, und sie ist gar nicht so schwer und so groß. Ja? Nein, vielleicht gibt es da auch ein Riesentor. Vielleicht ist diese Mauer plötzlich gar keine Mauer mehr, sondern mm. sie verwandelt sich. genau. In, keine Ahnung, in ein weiches Federnetz oder sonstiges. Also geh in Kontakt mit der Mauer. Schau sie dir an, schau, was der da, da ist und spiel dich damit. Also, wie gesagt, du kannst sie verändern, du kannst sie spüren, du kannst sie sehen und auch andere können sie sehen. So ist es. Schön, genau. hast du das gesagt? Danke. Du den mal schnauzen nicht, machen mal weiter. Nimm einen Ärmel. Ich nehme einen Ärmel. <laughs> Klassisch. Wer braucht einen Taschentuch? Nein, du ja der Taschentuch? <laughs> Alles erledigt. Was heißt es denn eigentlich, mein Herz ist offen oder zu? Viele können sich darunter gar nichts vorstellen und diesen ja. Unterschied, wie soll das eigentlich gehen? Wie, wie kann ich mein Herz öffnen? Mhm. Eine schnell aufmachen, wie soll das gehen? Ja? Mhm. Funktioniert nicht. Und wir haben ein paar Beispiele für dich jetzt aufgelistet, ein paar viele Punkte, an denen du das gut erkennen kannst. Und zwar, dein Herz ist verschlossen, wenn du denkst, dass du jemand anderes sein musst als du selbst spür da mal ganz gut mit uns hinein in die folgenden Punkte dein herz ist verschlossen wenn du denkst dass du dich selbst nicht richtig spürst dass du deine gefühle schwer wahrnehmen kannst dass du nicht weißt was du wirklich willst dein herz ist auch verschlossen wenn du denkst dass du der liebe hinterherlaufen musst. Hm. Getrieben, immer wieder, immer wieder nach. Oder du, wenn du denkst, dass du Liebe nicht verdienst. Hm. Oder auch ein wichtiger Punkt, dass man besser niemanden so leicht vertraut da draußen. Man weiß ja nicht so genau, was passiert. Da bin ich da draußen. Hm, na, nicht. Da zack ich, ich mir nicht. mal überlegen. Na, ja, na, na, na. Na, na. Da lassen wir zu. Die Türe ja. zum Herzen. Du musst Ja, gestalten. Ja oder wenn du denkst, dass Liebe anstrengend ist und du sie dir hart erkämpfen musst. Schon allein wenn, wenn ich diese Sätze nur jetzt vorlese, ja, und ja. wenn man damals so reinspürt, ist es ja wahnsinn wie das zu macht. Ja, spürbar. Oder? Also energetisch, körperlich, also je mhm. mehr ich da jetzt einen weiteren Satz lese, merke ich selber, wie oh, ja. das ja. ist schwer. Fühlt sich sehr schwer an, fühlt sich sehr eng an, ja, und das Herz macht die ganze Zeit so Bitte hör auf! Ja. Bitte lass mich nicht Satz. weiter! Sprich nicht weiter! Komm, schweig! Bitte können wir diesen Teil überspringen. Aber es ist so wichtig, weil wir dann auch immer wieder hinspüren können, gerade wenn Sätze etwas auslösen, wie zu es wirklich ist. Und das haben wir auch am Anfang gemeint mit den Worten: spür mal hin, auch wenn du denkst, es ist schon ganz offen. Vielleicht gibt es noch irgendwas, wo eine klein, ein kleines Herzmäulchen, ein kleines Herzziegelsteinchen sich davor befindet. ja. Dein Herz ist auch verschlossen, wenn du denkst, dass der Verstand und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der Navigator ist. Der führt dich, der leitet dich. Der gibt dir die Beweise, wie es wirklich ist. Ja? Oder dass Kontrolle besser ist als Vertrauen. Ein spannender Satz, ein spannendes ja. Zitat, das wir sehr oft auch in unseren Coachings hören. Oder dass du Strategien brauchst, das ist auch sehr spannend, um dies oder das zu bekommen, wie zum Beispiel den richtigen. Mhm. Ständig muss man sich im Verstand irgendwas, welche Strategien überlegen, damit du dort ankommst, wo du, ja, genau. du hin willst. Denkst Boah, du, Das ist sauer anstrengend. Denkst du, sagt der Verstand. Mhm. Oder dass Drama in der Liebe normal ist. Es muss schwierig sein. Ich brauch's dramatisch. Das ist so. Ganz normal. Oder dass es keine guten Männer da draußen gibt. Oder dass du beweisen musst, mit allem, was zu dir gehört, dass du der Liebe würdig bist. Mhm. Um nur wenige Punkte zu nennen. Ja. Also spür dort mal gut hin, welcher Satz etwas ausgelöst hat oder welche Sätze sich jetzt noch zeigen mögen. Mhm. Bei dir ganz persönlich. Gehen wir zum besseren Teil. <laughs> Gehen wir zum Lebenden. Jawohl. Oder? Jawohl. Dein Herz ist nämlich offen, wenn du fühlst, dass du, spüren wir mal da gemeinsam hin, dass du ganz du selbst sein willst. Und dich zeigst, wie du bist, dann ist dein Herz all offen. Ich will das. Ich zeige mich. Ich möchte mehr von mir zeigen. Ich möchte mehr von mir geben. Dann ist es offen. Oder wenn du fühlst, dass du im Hier und Jetzt bist und nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Ganz ein wichtiger mhm. Punkt. Ich bin mhm. hier. Mhm. Mein Herz, mein offenes Herz und ich wir sind hier, mir hier und jetzt. Und nächster Punkt: Da ist auch alles richtig, wie es ist. Mhm. Wenn du fühlst, dass alles richtig ist, wie es ist, ist dein Herz all offen. Es ist ja auch, ich möchte das ganz kurz noch aufgreifen, das Thema mit dem hier und jetzt, das ist halt so essentiell, weil mhm. sobald wir in der Vergangenheit oder in der Zukunft sind, sind wir in der Angst. Genau. -verstand, automatisch, Verstand, alles kommt, zeigt sich da. Das war jetzt der unpassendste so, Moment, um so einen Schluck heute okay. eine, eine <laughs> Ich habe gedacht, da kommt das geht jetzt ein bisschen länger. Die, die Chance nutze sich um die Herdin hier aufzureden. Das geht sich schon. gar nicht mehr jadelt, da Auf einmal still und ich denke, verdammt, schon schluck, schlucken muss ich jetzt auch noch. Also, hab mir ein Schlückchen gegönnt ja. in der Zwischenzeit, Nein, ja, okay. um jetzt weiter flüssig weiterreden zu können. Und zwar: Dein Herz ist offen, wenn du fühlst, dass du richtig bist, wie du bist. Spür da mal hin, Boah, wie, wie leicht das alles gleich macht. Wie mhm. einfach, wie frei. Ja. So ist alles wurscht, dann bin richtig wie ich bin. Passt ja, genau, passt. Herz alle offen, ja, danke. Fertig. So, kann mal leben, ja. gell? Kann ich, mein kann ich kann, mir auch um mein kann. Leben wieder kümmern, bitte. Ja, ja. und um mich. Und ja. was ich wirklich und will. Um Energie dafür. Mensch mhm. Mayer, wirklich. Dein Herz ist offen, wenn du fühlst, dass die Liebe fließt. Genau in diesen Momenten. Mhm. Genau. Und dass du auf dich, dich selbst einlassen und verlassen kannst. Ich kann mich auf mich selbst verlassen. Spür da mal hin. Oder, dass du dir selbst den Leben und anderen Menschen vertrauen kannst. Vor allem dir selbst, weil wenn du es mhm. selber hast, mhm. kann nämlich nichts schiefgehen. Will ich auch noch kurz betonen. Ja? ja, auch und auch natürlich den anderen und so weiter, weil genau. mit verschlossenen Herzen vertrauen wir auch nicht. Genau. Du kannst ich, dich einfach nicht ja, auf den anderen Menschen nein. einlassen. Ja, genau. Und du bist immer so, das Vertrauen muss immer, erst, man ist in diesem, in diesem Modus drinnen, Vertrauen muss erst bewiesen werden, mhm. Vertrauen muss erst erarbeitet werden. Mhm. Habe ich aber mein Herz offen, bin ich ganz automatisch im Vertrauensvorschuss. Da kriegt gehe von Haus ja. aus mein Vertrauen. Und egal was passiert, ich werde damit umgehen können. So das ist es. Vertrauen. Mhm. Ich vertraue darauf, ich habe alles in mir. Mhm. Mhm. Genau. Also kannst du ruhig Vertrauensvorschüsse verschicken ja. in der Welt da draußen. Das schaut gell? nicht. Schaut nicht. Schott macht's Herz auf. Ja. Mhm. Oder passt jetzt ganz gut rein zu uns zwei lustigen Mädels da, dass das Leben leicht und lustig ist. Boah, bitte. Ja. Das macht's Herz auf. Mhm. Das Leben darf bitte leicht mhm. sein. Es darf lustig ja. sein. Und wenn ich gleich unser heutiges Morgengespräch bitte kurz einbinden darf, es geht wirklich darum, wir haben heute uns ganz intensiv darüber unterhalten, wie glücklich und dankbar wir sind, mhm. dass wir einfach das schönste, geilste Leben haben ja. und haben gesagt, eine zwölf von zehn sind wir draufgekommen. Nein, es ist eine Million zwölf von zehn. Ja. ja, so ja. schön ist unser ja. Leben und sind aber drauf gekommen, dass wir wirklich vor ein paar Jahren beide ganz schön noch was aufzuräumen hatten in unseren Lebensbereichen. Da sind wir gemeinsam durch. Genau. Und das ist wirklich, wir haben heute halt wirklich in der Früh darüber gesprochen, dass es sich so auszahlt, für jeden da draußen da durchzugehen. Ja. Weil wir wirklich wissen, wo man dann landet. Und ja. da, wo wir jetzt gelandet sind, ist so schön. Wirklich. Ja, Aber wir sind da wirklich durch. Und es war echt auch hart teilweise und es war brutal teilweise und es war sehr schmerzhaft. Mhm. Und wir haben viel geweint und wir haben viele Ängste gehabt und viele Sorgen gehabt und haben uns teilweise auch gefühlt, wir kommen da nicht raus. Und sind aber wirklich da dran geblieben, dass wir die jetzt wirklich betonen, weil das dann das Ergebnis ist, dass das Leben leicht ist, dass das Leben lustig ist, dass das Leben genau. flutscht. Und man muss wirklich sagen, in all unseren Lebensbereichen. Es gibt keinen Lebensbereich, der bei uns nicht erfüllt ist. Das ist richtig. Und dort ziehen wir wirklich hin und da, da gehört das Herz aufmachen, sich verletzlich zeigen, gehört da dazu. Und sich und das einlassen war Teil unseres auf. Prozesses, uns auch voll einzulassen. Genau. genau auf alles, was da kommt und in den Schmerz da voll hineinzugehen. Absolut. Wir sind wirklich da durch. Ja. Aber das ist das, was wir halt jetzt auch so aus unserem Herzen mitgeben wollen. Es zahlt sich so aus. Das geh stimmt. weiter, geh weiter, bleib nicht stehen, wirklich. Das, 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 da hinten, wie sagt man so schön, das Licht am Ende des Tunnels ja, ist ja. da und da ist dann wirklich das, echt wird dich das so Paradies. wirklich so erleuchtet. Wirklich. Ja, Definitiv. das Paradies wartet auf dich, das Schlaraffenland. Wirklich, da wachsen auf den Bäumen wachsen Schnitzel und Pommes. Mm. Ja, oder für uns Vegetarier, keine Ahnung, es war Falafel mit. Vegane <lacht> Schnitzel? Ich <laughs> nehme Ahnung. Vegane Schnitzel, genau für uns. <laughs> Wirklich. Um, um diesem wichtigen Buch noch aufzugreifen, das Herz wird, ist auch offen, wenn du fühlst, dass das Leben eine 12 von 10 ist. Oder eine 1 Million 12 von 10. Ja? ja. Oder, <laughs> oder. 12 sind heute trocken. Ja, Und Leben ist eine 1 Million 12 von 10. <laughs> oder, dass du deiner Intuition vertraust. Das gehört dann nämlich dazu. Mhm. Ich, ich tue ein bisschen Angasen jetzt mit meiner Punkten, aber es ist so wichtig, oder? <laughs> 700 Punkte. Noch. Es kommen noch 700, <laughs> aber das sind alles so geil. Es ist schon wieder diese Entscheidung. Das, das musst du ja alles das das erzählen. Weg. Nein, haus, haus. Dass wir du, ein wichtiger Ende. Punkt, in deiner einladenden, jawohl Stefanie, in, in deiner einladenden empfangenden Energie bist, mhm. auch wichtig, gerade in der Weiblichkeit zu sein, macht das Herz all auf. Und dass du nichts beweisen musst und du es wert bist, geliebt zu werden, aufgrund deiner selbst. Jetzt kommt wieder unser Lieblingswort dazu. Dass du deiner Standards, dir selbstbewusst bist, zu deinen Standards stehst und bewusst Grenzen setzt, das macht das Herz auf. Ja. Unbedingt. Das ist Teil des offenen Herzens. Ist mein Herz offen, kann ich zu meinen Standards stehen. Ganz genau. Weil es mir, Entschuldigung, auch wurscht ist, was die anderen dann denken. Richtig. Denkt, weil ich bin, stehe zu mir. Richtig. Ja, gehört zu offenen Herzen dazu. Und dadurch nimmst du dich an, wie du bist. Und auch das macht das oh. Herz auf. Überraschung. Überraschung. Und? dass du das große Ganze verdienst. Wenn du das weißt und fühlst, Herz offen, kein Problem. Offen das heißt schon wie offen. nur was. Und, ja. dass du dein Leben gestaltest, in dem alles für dich möglich ist. Uh, offen. Und, dein Herz ist auch offen, wenn du wirklich fühlst, dass du frei bist. Mhm. Und zwar von all den Herzmauern und all den vergangenen Erfahrungen, die dich vielleicht eine Herzmauer erbauen haben lassen. Ja. Dann bist du frei. Und spürst einfach, was auch wirklich alles da draußen für dich möglich mhm. ist. Nämlich alles. Eine Million zwölf von zehn. <laughs> so ist es. Wir brauchen ja auch das offene Herz. Bitte, wie die Luft zum Atmen. Ja. Das darf uns bitte bewusst sein. Das ist nicht so ein Good to Have. Ja, schön, wenn wir es home. Es ist ein Must-Have, ein Pflichtding, das unser... Ich soll mein eigenes Gesicht sehen. Jawohl. Du Fratze raus. Da so, so. Einig steigert. Pflicht. Das ist das Wort. Das Wort Pflicht. Das, das macht ist ein ganz katastrophal. katastrophe Ratze. Ich Gesicht. das kleines aussprechen. Das Gesicht hat gesagt, hör auf mit diesem Wort. Da, da rennt was Eigenes ja. in mir scheinbar. Wir brauchen die Liebe, um gut leben zu können, bitte. Und je offener unser Herz ist, desto mehr fühlen wir unsere Einbindung in das große Ganze. Mhm. Wir fühlen uns weit, reich beschenkt und fähig, liebevolle, beschützende und bereichernde Beziehungen zu leben. Das ist die Basis, yes. ist, ist das offene Herz. Und das offene Herz ist ein Zustand des Seins. Einfach sein. So wichtig und so schön. Musst nichts tun, musst nichts können, musst nichts machen. Musst nichts darstellen. Nein. Einfach und sein. Und wenn dein Herz... Was? Entschuldige, Lila. Nein, ich habe nur gesungen wieder. Sein. Ah, okay. Einfach sein. Ich mache ein eigenes Lied jetzt einmal. Okay. Okay. Vor meine, <laughs> bevor wir irgendwo fladern, unsere, unsere kopierten Texte da. Eigenes Mit Gemütlichkeit und so. Einfach, ja. sein. Super, Einfach sein. Einfach Lili. sein. Einfach okay. okay. sein. Wenn dein Herz verschlossen ist... Lässt du dich auch vom Ego steuern? Dein Herz ist offen, wenn du fühlst. Ganz genau. Ganz ja. wichtig. Dieses Gefühl ist essentiell. Ja. Entschuldige, will ich will nochmal mhm. kurz schmeißen. So. Sich in dieses Gefühl einzulassen, dadurch das mhm. Herz zu öffnen, das ist schon laut. Kann schon was. So, bin schon wieder ruhig. Und wenn du spürst, dass du dein Herz öffnen möchtest und diese Entscheidung für dich triffst, spürst du auch automatisch, was dein Herz gerade am meisten braucht, um es noch mehr, um sich noch mehr öffnen zu können. Mhm. Und wie merkt man das denn vielleicht körperlich, dass sich da was tut, dass das Aufzug, keine Ahnung? Lass uns das einmal wirklich gemeinsam da mal ein bisschen erfahren, weil das ist ja auch, das Herz ist ja auch ganz was, was Interessantes und Spannendes. Und wir schauen uns das mal an. Und du darfst dich mal gerne fragen, wie fühlt sich denn dein Herz an, jetzt gerade? Fühlt es sich eingeengt oder offen an? Hast du das Gefühl, es ist wie eine Faust? Oder hast du das Gefühl, es ist eine offene Blume? Wie würdest du dein Herz beschreiben? Und es gibt nur zwei Grundausrichtungen: die Liebe oder die Angst. Und mit der Liebe sind viele Gefühle verbunden, wie zum Beispiel die innere Weite, die Freude, Zufriedenheit, Dankbarkeit, Offenheit, Zuversicht, Bereitwilligkeit, Mut, Fülle. Liebe natürlich. Ja, da sind ganz, ganz, ganz viele, viele Gefühle da, da verbunden damit. Und auch mit der Angst sind natürlich Gefühle verbunden, wie zum Beispiel Abwehr, mhm. Groll, Ärger, Wut, Vorsicht, Angst, Unzufriedenheit, Anspannung, Enge, Mangel. Und beide Richtungen machen körperlich was mit uns. Mhm. Das eine, die Liebe ist das offene Herz und die Angst ist das verschlossene Herz. Und wenn du jetzt deinem Herzen eine Frage stellst, wie zum Beispiel... Liebe ich ihn? Liebe ich diesen Menschen wirklich? Oder will ich diesen Mann nochmal treffen? Du kannst dein Herz wirklich befragen. Du kannst dein Herz ganz konkrete Fragen stellen. Was auch immer es betrifft. Soll ich diesen Job machen oder einen anderen? Soll ich keine Ahnung? Also egal was für Frage gerade in dir ist, du darfst und kannst dein Herz befragen. Und richte dabei wirklich deinen Fokus auf dein Herz. Und was passiert, wenn du dir deine Frage stellst? Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Frage hernehmen, will ich diesen Mann nochmal treffen? Ja? Und fühle es sich, wenn du dich das Herz befragst, liebes Herz, will ich den Mann nochmal treffen. Spür hin, spür zu deinem, in dein Herz und fühle. Fühle es sich warm bzw. wärmer als zuvor an? Fühle es sich so an, als würde sich vielleicht dein Brustkorb, dein Herz und die Liebe ausdehnen, weit werden, leicht, angenehm? Dann lautet die Antwort deines Herzens: Ja. Fühle es sich hingegen eher so an, als würde sich dein Herz zurückziehen, verschließen und der Brustraum eng werden? Dann lautet die Antwort Nein. No, no, no. No, no, no. Also du siehst, man spürt das. Man spürt, ob das Herz offen ist, ob das Herz zu ist. Man spürt, bin ich in der Liebe, bin ich in der Angst? Man spürt, sagt mein Herz Ja oder sagt mein Herz Nein? Mhm. Das ist wirklich auch spürbar, körperlich spürbar. Aha, dann schaltet sich mein PC jetzt aus. Moment. Oh no, Stefanie, nicht gehen. Abgemeldet. Das ist mir auch schon passiert. Moment. Aber ich sag bitte. dazu kurz was in der Zwischenzeit. Ja, mal durch. Ich muss mich da kurz einloggen. Ne? Ah, log dich mal ein. Ah, da, ja, da kann ich weitermachen schwierig. dabei. Ja. Um, weil nämlich, je öfter man auch sich diese Fragen selbst stellt, desto stärker wird auch die Verbindung zum Herzen und zu dir selber. Ja. das muss man auch nochmal sagen. Es geht nicht darum, dass ich mal probiere, wie fühlt sich das an, liebes Herz? Kommt ein Ja oder kommt ein Nein, sondern spür mal weiterhin, immer wieder, stelle die Frage auf ein neues und tauche da richtig, richtig, richtig arg ein ja. in diese Verbindung zum Herzen, in diese Verbindung zu dir. Und du kannst das auch immer wieder machen, wenn du nicht weiter weißt. Und ja, es genau. gibt nichts Besseres, als sich selbst zu stärken, indem man sich mit dem Herzen verbindet. Und einfach mal. Die Verstand oder diesen infizierten Verstand oft aufgrund der ganzen Erfahrungen, die man gemacht hat, mal auf Zeit legt und sagt: genau. Herzl, genau. was sagst du? Ich spüre mit dir dort jetzt rein. Ja, und, und die Antwort jetzt so wie du sagst, die wird immer deutlicher, immer klarer genau. zu, zu, zu wahrzunehmen. Das ich, ist, das ist ganz, wieder ganz, da? ganz wichtig. PC hm, wieder, wieder, da? Da. wieder da, alles wieder da. Und übrigens ist das bitte kein Esoterik-Geschwafel oder sonstige Dinge. Unser Herz ist nämlich mehr als ein Körperorgan. Es ist so groß in seiner Weisheit, dass unser Verstand es fast nicht fassen kann. Das Herz besitzt, genauso wie der Darm, mhm. wie ein eigenes kleines Gehirn, ein Geflecht aus etwa 50.000 Neuronen. Die haben das wirklich auch von der Hirnforschung festgestellt. Dieses Geflecht ist mehr, wie, weiß ich weiß nicht, wie viel aktiver als unser Gehirn. Ja, ja, ja. Das ist ganz spannend ja. zu wissen. Strahlt das auch dann ja? genau deswegen so Aha. aus und deswegen ist dieser Herzmagnet doch so entscheidend, genau so weil der eine unfassbare Kraft hat. Kraft hat. Wenn wir aufmachen, da ziehst du schon was an, was willst du, ja? wenn du ja. das Herz hörst und ja, so weiter, Nämlich Liebe gell? ohne Ende. Richtig, genau. In allen Lebensbereichen. Eine Million zwölf von zehn, gell? Ja, genau. Und das Herz hält uns ja nicht nur unermüdlich am Leben, bitte. Es ist ein Wahrnehmungsorgan. Wir können mit dem Herzen fühlen, denken, entscheiden. Das Herz kann Veränderungen schneller spüren als unser Kopfhirn. Also es kann die Zukunft intuitiv mhm. vorhersehen. Ja, ja. Und das Herz kann schwer sein, es kann leicht sein, es kann eng sein, es kann weit sein, es kann heiter sein oder traurig. Wir können unser Herz fassen und das Herz kann schmerzen. Das Herz ist ein Wunderorgan. Das darf man bitte gar nicht unterschätzen. Mhm. Das ist ganz genial. Und so wie die Lila das vorher schon gesagt hat, man darf das bitte, muss man immer wieder mit einberechnen. Wir versuchen ja oft, die Kontrolle zu wahren. Wir haben das Gefühl, die Kontrolle ja. gibt uns Sicherheit ja. aus einer Unsicherheit und Angst heraus, bitte. Und versuchen, mit dem Kopfhirn zu entscheiden. Und man kann sich das so vorstellen: unser Kopfhirn ist wie eine Festplatte ja. voll mit Viren, da sind Trojanern und ich weiß nicht was alles drauf, das sind die Prägungen, die Erfahrungen, die Gesellschaft, die Eltern, was wir erzogen haben, wie wir erzogen wurden, unsere alten Geschichten, all das und ist da alle möglichen Ängste. So Ge ist Brrr. sitzen da, da verseucht auf dieser Festplatte und mit dieser verseuchten Festplatte glauben wir gesunde und klare Entscheidungen treffen zu können. Mhm. Wir treffen aus dem Verstand heraus nicht die gesunden und klaren Entscheidungen. Richtig. Ganz genau. Da gehört schon noch einmal ein bisschen mehr dazu. Und den Verstand damit einzubeziehen, ist eine wunderbare, großartige Sache. Ganz genau. Aber sich nur von unseren Verstand zu verlassen, mhm. gerade für uns Frauen bitte. Mhm. Wir haben da schon noch mal eine ganz andere Kraftquelle, die sowas von, wie soll ich sagen, sinnvoller ist anzuzapfen für uns Frauen, ja. als das Hirn. Ja? Unser Hirn rennt eh. Sicher. Das eh ein, das ist laut, das bläht genau. immer eine, das rettet immer mit. Das braucht eh nicht extra. Mhm. Ja? Aber... Das Herz, das Bauchgefühl, die Intuition mm. da hineinzuziehen, das ist die große Aufgabe. Und ja. da ist unser großer Schlüssel, wie wir Frauen nämlich zu einer Million von zehn, von einer Million zwölf von zehn kommen. Mm. Ja? Indem wir auch ein bisschen unser Kopf ausschalten und wieder anfangen zu fühlen, anfangen zu vertrauen, anfangen, intuitiv zu handeln. Weil wir Frauen sind auch alle miteinander Hexen. Gell? Also in uns steckt da schon noch ganz, mm. ganz, ganz viel Weisheit und Wissen, dass und, der Verstand ja. nicht greifen kann und auch abgedreht wurde Entschuldige, und 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 es ist, es ist auch nicht nur mit der Entscheidung das Herz zu öffnen an der Zeit diese Entscheidung zu treffen sondern auch dass man diese Weisheit mal wieder rauslässt ja, genau. sie nicht weiter vergräbt die Intuition auch oder versteckt mhm. hält sondern pfiuh, okay. lass das mal raus und öffne mal den Kanal ja Schau mal, was <laughs> da kommt und mhm. die Mutigen lassen sich aufs Herz allein das will ich mhm. auch nochmal sagen ja weil da geht dann noch um was ja, und das Spannende ist auch, also ich möchte kurz ein, ein, einen kleinen Schwank aus meinem Leben teile kurz Da drin aber wieder was. Na, ja, du hast deine, wird nicht lang dauern. Und, schnell. <laughs> na ich wollte einfach nur sagen, dass umso mehr ich mich mit meiner inneren mm. Hexe, sage ich jetzt einmal, und meiner inneren Weisheit verbunden habe und umso mehr ich begonnen habe, dazu zu stehen, was ich da fühle. Das sind so Momente, wenn die Lila mich Sachen gefragt hat, zum Beispiel. Ja. Wie schaut er aus? Wann kommt er? Spürst du da, da entscheide, da, da antworte ich intuitiv aus dem Bauch heraus. Und das betrifft wirklich manchmal auch richtig orge Sachen. Ich kann, mein, 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 mein Umfeld sagt ja zum Beispiel, ich sollte mal bei Wer wird Billionär mitmachen, weil ich aus der Intuition heraus die richtigen Antworten gebe. Ich habe keine Ahnung, was die Antwort ist, aber ich sage sie intuitiv und es stimmt. Ja. Und das ist etwas, was ich wirklich trainiert habe über Jahre. Und umso, das ist immer ärger geworden über die Jahre. Und ich, mittlerweile weiß ich einfach schon, dass wo, das, was ich sage, das ist. Und umso mehr man dazu steht, das ist wirklich das, was da rauskommt, dieser Impuls, diese, dieses Hexengespür, dieses Wissen, keine Ahnung, was es ist, ist immer richtig. Ja, es ist es auch ist der erste Impuls richtig. in Wirklichkeit. Ich könnte das Wahrsagerin ja? da rausgehen, in ja? Wirklichkeit. Und, und keine Ahnung, aus der Kugel lesen und sagt das auch, was mir intuitiv kommt, Aber mir. es ist es. Heute. Lila, bitte bestätige es mir. Nein, es ist auf jeden Fall so. Bitte bestätige es bitte, mir. Dass ich jetzt recht bitte sag, dass ich recht habe. Nein, ah, natürlich. Ist wahr, natürlich. Nein, natürlich. Ist ja so. natürlich. natürlich. Wirklich. Und das ist mhm. ja, dass, dass diese, Be diese Beweise, die oft gesucht werden, auch, weil man denkt, wir hören ja diesen Satz so oft, ich habe keinen Beweis, dass dann so ist. Mhm. Der Verstand will Beweise, der will es kontrollieren. Mhm. Ja? Und der, der einzige Beweis, den du brauchst, ist dein Herz und die Herzstimme mhm. und die intuitive Stimme, die dir eine klare Antwort schickt. Mhm. Du brauchst nur drauf hören genau. und sie rauslassen. Ja, Das und ist so auch Genau, Du darfst da auch nicht scheißen. schaltet sich ja dann der Verstand ja. an, der sagt: Na, bist du sicher? Ja. Und dann, dann zerdenkt man es wieder und sagt zum Beispiel was anderes, etwas Gedachtes. Ja. Und das ist aber dann nicht. Auch bei Wer wird Millionär, bei den Antworten, wenn ich sie dann denke, liege ich falsch. Ja, Solange genau. ich nicht denke und gleich das sage, was im ersten Impuls kommt, liege ich richtig. Ja. Genau, wir denken jetzt alle nimmer mehr. Nimmer denken. Ja. Bitte nur mehr ja. fühlen. Ja, fühlen, fühlen, fühlen. Einfach fühlen. das sagen, was aussehen wirkt. Genau. Ja, vollkommen richtig. Hat Stefanie. früher zwar geheißen, du kannst einmal, bevor du es einmal denken. Kannst du denk, hier, hier mal einschalten, du bevor sagst. du was sagst. Ja. Nein, wir machen das nicht mehr so. Wir schalten uns hier nicht ein, bevor wir was sagen. Wir sagen etwas und dann fühlen wir. Denken lassen wir ganz weg, würde ich sagen. Ja. Ah, denk mal. Na, du mir nicht. Ich, ich, Ach, man ich nicht bin mal. für nichts mehr so denkst. Ja, vergiss so Das ist so da kriegst du dann wirklich den Kopf, wenn du zu viel denkst, ja, genau. zu viel nachdenkst über viele Dinge, ja. gell? Muss man auch sagen, Hyperanalysierst. bewertest. Ja. Das ist alles eine Verstandsgeschichte. Aber das Fühlen an sich ist so, für mich auch so rein, so frei. Mhm. Da ist nichts, da ist kein Virus drin. Schon ja, das kein super. Nix. Kommt raus. Äh, ja. ja danke. Ja. Kann mich schon wieder entspannen. Ja. <laughs> Oder ich ja. kann entspannt bleiben in Wirklichkeit. Ja. Weil ja? es ist ja eine entspannte Entscheidung, ja? die man dann trifft. Ja? Unentspannt wird es, wenn der Verstand sagt, bitte sicher. Ja, no, 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 no. Das ist ja schon Fehler dabei. Da, da ist was übersehen. Gell? Also ja, um das nochmal aufzugreifen, Stefanie, das ist wirklich so bei dir immer gewesen. Und darauf habe ich mich auch immer verlassen. Danke. Auf deine Antwort, auf deine Weisen. Und ich habe mich nicht nur darauf verlassen, sondern sie waren wahr. <laughs> zwinker, zwinker. <gell>? Zwinker. <laughs> Ja, kannst es eh auch gut zwinkern. Das ja, zwinkern kann ich eh gut. Na, was, kann, was war denn dann? Du, du kannst das Auge, Auge so toll ein Auge schließen. Das schaut so speziell aus. Ich kann auch ein Auge schließen, aber das schaut nicht so cool aus. Bei Ach dir so. schaut das so, so arg geschlossen ja. aus. Das andere Man ist so ganz halt offen. Man hat seine Talente. Gell? Bei mir geht das andere wieder ein bisschen zu und so. Manch aber einer kann ein Auge auch wirklich cool schließen. Ja, manch das einer nicht. <laughs> dann ich. Ja. Naja. Manch einer geht zu so, Wer wird Millionär und vielleicht gehe ich zu Wetten, das, ich mein Auge <laughs> zu cool <kurz> schließen. <laughs> Okay. auch das ist möglich wir begleiten uns wir treffen, ja, genau. Und ich, bin Kass, da. Ich, da. ich unterstütze ich dich ich unterstütze dich als Publikum-Joker ja unbedingt mit ich auch. bin die Assistentin während, Ding. Ja, genau. weil, während du dein Org-Ding machst mache ich im Hintergrund keine Ahnung Show-Einlage ah, ich alles hoffe alles. Thomas Gottschalk macht mal wieder eine ja. Show also gut, wo sind wir jetzt wieder gelandet du bist um, wir kamen ich jetzt bin dran kann man wir jetzt wirklich das Herz öffnen Komm, Entschuldige. Das. ja. Und. bitte jetzt, nimm uns da jetzt mit was würdest du sagen, was, wie, 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 wenn, wenn uns jetzt wirklich die wundervolle Frau fragt, bitte sagt es mir jetzt, wie soll ich es öffnen? Ich meine, alles gut und schön, was ihr immer da erzählt, was aber ich, ich ja. habe noch immer nicht verstanden. Was, das mache ich jetzt konkret. Naja, dann kann ich euch allen hier wirklich grandiose Tipps und Punkte und Werkzeuge geben. Das habe ich mit meinen Hexen weil, ich Ja, immer. Ich habe es mir gedacht. Ja. Also, wir haben ein paar Punkte vorbereitet, um dich dabei zu unterstützen, wie du dein Herz wirklich. Noch einmal mehr und noch mehr und noch mehr öffnen kannst. Und der erste wichtige Punkt, den wir heute schon 80 Mal gesagt haben, aber noch einmal betonen wollen, ist, trifft die Entscheidung, dein Herz öffnen zu wollen. Ja, und das ist wirklich, kurz, entschuldige, dass ich wirklich der erste Schritt. That's it, baby, ja? Das ist der allererst, das allererste, allererste dem du nichts. Nein, wenn ja. du das nicht machst, dann kannst du alle anderen sparen. Kannst du, kannst du das kannst kannst das gleich, kannst gleich im verschlossenen. Im Kämmerlein in bleiben. bleiben. Ja. Ja, genau. <laughs> Wo hast du gesagt? Kämmerlein. Kämmerlein ja, genau. Du gehst schon in die Höhle. Ja. Bei mir ist noch Stufe davor. <laughs> noch so du verpflanzt so in die Höhle. <laughs> wirklich. Zurück zu den Neandertalern, wirklich. Also, zunächst darf man auch einmal erkennen, dass das Herz verschlossen ist. Und dann darf man bereit sein, es öffnen zu wollen und die Entscheidung dafür zu treffen. Und deswegen denkt dran, Liebste, schönste Frau hier mit uns, die Voraussetzung für die Heilung alter Verletzungen liegt in der Öffnung unseres Herzens. Und nicht, wie oft vielleicht wichtig. manchmal gedacht, ja. im Engmachen, Zumachen, Zusperren. Nein, 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 im Aufmachen können wir heilen. Mhm. That's it. Ja? Du darfst die Entscheidung dafür treffen. Jetzt, sofort, mit uns. Und dich mutig darauf einlassen. Und du hast immer die Wahl. Und jeden Tag aufs Neue viele Male. Möchte ich oder möchte ich nicht? Ja, ich möchte. Uh, traue ich mich heute? Ja, ich lasse mich ein. Und wie gesagt, wenn du die Entscheidung triffst, dein Herz zu öffnen, dann geschieht es ganz automatisch einfach so. Du musst wieder nichts dafür tun, dich mhm. nur dafür entscheiden. Eine kleine Mini-Übung, Mini-Herzöffnungsübung passend dazu hätten wir auch. Spür mal kurz mit mir, äh, mit, mir mit uns hin. Probier es mal kurz aus, wie sich das anfühlt. Schließe auch jetzt mal für einen kurzen Moment sehr gerne deine schönen Äuglein <laughs> mit mir gemeinsam. Beide bitte, nicht nur einer. Jetzt. Das war der Spoiler, schau, jetzt haben wir es. Wir nehmen beide Augen. Schließe deine Augen, wenn du magst und spür mal wirklich gut mit uns gemeinsam da rein. Lege auch sehr gerne deine Hände auf dein Herz, dann spürst du es noch mehr. Mhm. Wie es da schlägt für dich. Dieser kraftvolle, es ist kraftvolle Organ einfach, ja. Mhm. Es ist schon auch wirklich so blöd, dass jetzt klingt für mich auch immer wieder was ganz was Faszinierendes. Ein Wunder, dass da was drin klopft, oder? Mhm. Schon, ein muss Wunder. man auch mal dort wieder Danke sagen. Und Von hinspürt, ganz also. alleine. Macht einfach die ganze ja. Zeit für mich, mhm. damit ich da mein Leben gestalten kann. Ja. Dankeschön, wirklich. Lege deine Hände auf dein Herz und atme mal ganz bewusst Liebe durch dein Herz ein. Spür das mal hin. Atme Liebe durch dein Herz aus. Liebe ein und liebe aus. Und jetzt fühl mal noch einmal noch ein Stückchen stärker hin, was es mit dir macht, wenn du laut aussprichst. Ich verbinde mich mit meinem Herzen. Oder ich öffne mein Herz für die Liebe zu mir selbst. Oder ich öffne mein Herz weit und mit Freude. Oder auch ich treffe jetzt ganz bewusst die Entscheidung mein Herz für mich zu öffnen. Spür dort mal hin und drück auch gern auf Pause und spür noch mal ganz tief in diese Sätze rein und sag sie mal laut vor und spür mal, was das mit dir und deinem all macht. Und vergiss dabei niemals, schönste Frau, alles, was deine Seele möchte, ist lieben. Liebe geben, Liebe schenken, Liebe erfahren, Liebe teilen. Und in dem Moment, wenn die Liebe über dem Willen des Egos siegt, dann bist du frei. Und dann fallen alle Mauern, aber sowas von rucki zucki, um. So schnell kannst du gar nicht schauen. Wirklich. Ja Sehr schön. Was uns direkt zum zweiten Punkt führt. Also wenn du die Entscheidung für dich getroffen hast, dein Herz zu öffnen zu wollen und rein zu wollen und dann noch tiefer hinein zu wollen, dann kommt der nächste Schritt. Lass mal alles raus. Erlaube dir, alles, alles, alles zu fühlen. So viele von uns bauen sich nämlich eine Art Scheinharmonie auf und verstehen dann oft nicht, warum sie nicht mehr wirklich glücklich sind. Viele unterdrücken unschöne Gefühle wie Wut oder Traurigkeit oder Schmerz oder mhm. Angst. Dabei ist es so wichtig, dass das auch Raum bekommt. Das, das, sind, das ist Teil von uns. Wir sind das Ganze. Genau. Und so facettenreich. Und du darfst dir erlauben, dass jedes Gefühl, wirklich jedes Gefühl, sein darf und jedes Gefühl möchte gefühlt werden. Ja, alle, alle Gefühle möchten gefühlt werden und genau das öffnet dein Herz so richtig. Und einfach immer nur glücklich sein zu wollen, ohne sich mit den Schattenseiten auseinanderzusetzen, ohne die Angst zu spüren, die alten Geschichten zu spüren oder wütend zu sein, ist eine riesengroße Illusion. Auch wir sind mal wütend, auch wir sind mal angepisst, auch wir sind mal traurig, ja, mhm. auch in unseren 1 Million zwölf von zehn Leben, ja? und dann darf das gefühlt werden und dann geht das wieder und wir sind noch offener, noch liebender, noch freier und ein lebendiges Leben bedeutet, dass alle Gefühle da sein dürfen. Ich betone wirklich alle, auch mal sowas wie Neid. Mhm. Wie Machtgunst, Eifersucht. Eifersucht, Hass. Auch diese Gefühle wollen gefühlt werden. Und erlaube der Wut da zu sein. Erlaube dir, sie zu fühlen. Erlaube dir, sie wahrzunehmen. Und schau, was sich unter der Wut verbirgt. Denn Gefühle liegen wie Schichten aufeinander. Das, was darunter ist, kommt automatisch hoch, wenn du die Wut nur lange genug gespürt hast. Und keine Angst, du bleibst nicht in der Wut. Du wirst nicht, wenn du in die Wut gehst, wenn du dir das erlaubst, zum kleinen Rumpelstilzchen, zum Zornpinkal, der nur noch wütend und narisch durch diese Welt läuft. Nein. Das ist eine Entladung und dann ist es draußen. Das ist eine, wirklich eine Gefühlsexplosion. Mhm. Gerade die Wut, wenn wir jetzt mal kurz da bleiben, ist so gesund. Wenn da, es da mal knallt, wir machen auch mit unseren Klientinnen grandiose Wuchtübungen, da wird so richtig alles rausgelassen, gegen den Polster gedroschen, geschimpft, gespuckt, gewütet. Da werden unsere zuckersüßen, so feinen Frauen plötzlich zu den ärgsten Berserkern schimpfen, wie der Bauarbeiter am Bau, keine Ahnung was. Da kommt alles raus und das ist aber eine Befreiung, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist Express. Gefühle rauslassen statt runterdrücken, schlucken. Was führt zu Depress, führt zu Depression. Das muss raus. Und wenn wir diese Gefühle, wenn wir uns da hineinfallen lassen, wie zum Beispiel die Wut, dann kommt vielleicht dahinter das Gefühl der Verletzung oder Traurigkeit. Und genauso können wir Schicht für Schicht die Gefühle mal befreien. Loslassen, rauslassen, express. Und so können wir mit all unseren Gefühlen umgehen und uns immer tiefer und tiefer mit uns selbst und unserem Herzen zu verbinden. Und genau das lässt bitte sämtliche Herzmauern fallen. Und wenn du es dir erlaubst, all deine Gefühle wirklich zu leben und auch in deinem Körper zu fühlen, genau dann gibst du deinem Herzen die Möglichkeit, sich vom alten Schmerz zu befreien. Und so schmerzhaft das vielleicht am Anfang sein mag, die Heilung kommt, sobald du es zulässt, dass dieser Prozess wie Wellen durch dich strömen. Lass es durch dich durchströmen. Und ehre deine Gefühle. Erkenne deine Verletzungen, deinen Schmerz, deine Traurigkeit. Erkenne sie an. Weine, wenn du weinen musst, solange bis die Tränen von selbst versiegen. Und denk dran, wie gut es sich anfühlt, wenn du dich ausgeweint hast. Wenn es ruhig wird in dir und du spürst, dass dir eine Last von den Schultern genommen wurde. Gefühle zulassen ist eines der größten Geschenke, die du dir selbst und deinem Herzen machen kannst. Essentiell. Genau das macht dein Herz offen und bereit, Liebe in allen Formen zu geben und zu empfangen, ohne dabei in alten Schmerzen, Mustern oder Überzeugungen gefangen zu sein. Wir stecken nicht mehr fest, das befreit uns. Was uns gleich? nächsten wunderschönen Tipp führt. Und dieser lautet Liebe annehmen und Liebe empfangen. Beziehungsweise Liebe schenken. Dieses Annehmende, das Empfangende, das Mitfühlende, das Weiche, all das ist ja weibliche Energie. Das Tun, das Machen, das Erreichen, das etwas bewirken und die Kontrolle, das ist ja männliche Energie. Und sind wir in unserer weiblichen Energie, haben wir unser Herz automatisch offen, wie gesagt. Sind wir zu sehr in der männlichen Energie und geraten beispielsweise ins Ich muss tun, um ihn zu bekommen, ich muss was tun, um geliebt zu werden, haben wir unser Herz oft als Schutz verschlossen und die Energie kann auch nicht frei fließen. Ganz wichtiger Punkt. Und je mehr Mauern wir um unser Herz gebaut haben, je mehr wir glauben, um Liebe kämpfen zu müssen, desto bedürftiger werden wir auch oder wirken wir auch auf andere. Auch ein wichtiger mhm. Punkt. Und zwar, weil wir uns meilenweit, Kilometer weit von uns selbst entfernt haben und uns nun diese Liebe im Außen zu holen versuchen. Wir suchen sie, wir kämpfen drum, wir brauchen sie. Unter anderem beispielsweise über Partnerschaften, die uns retten sollten. Der Richtige, der es sein muss, damit ich endlich glücklich bin mhm. und angekommen bin. Oder über Beziehungen, die uns endlich das Gefühl vermitteln sollen, dass wir Liebe verdienen und geliebt sind für das, wer wir sind. Und aufgrund mhm. unserer selbst. Oder, ein Schritt davor, wir lassen uns dadurch erst gar nicht auf eine Partnerschaft voll ein. Weil wir schon so zusehen und sagen, na, da sind wir nicht dabei. Das, das träumen wir nicht mehr. na nein, nein brauche ich nicht. Und die Wahrheit ist, nur du selbst kannst dieses Gefühl wieder in dir herstellen. Du brauchst von außen niemanden. Du brauchst dich. Mhm. Du hast auch alles in dir. Und dieses Gefühl des Annehmens, Empfangens, Zurücklehnen, diese weibliche Energie, diese Liebe in dir wiederherzustellen. Und Liebe annehmen bedeutet ja in Wirklichkeit nichts anderes, als unser High Value zu leben. Sagen wir uns ehrlich. Diese Göttinnen-Energie anzuzapfen, uns eben zurückzulehnen. In dem tiefsten Wissen, in der tiefsten Weisheit, immer wieder bei dem Thema Weisheit sind wir, das haben wir alle in uns, dass wir immer, 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 immer Liebe verdienen. Immer. Und dass wir verdienen, dass unser wahrer Wesenskern, also genau der Mensch, der wir sind, gesehen wird. Und all das beginnt immer bei uns selbst. Wir dürfen uns selber mal anschauen und uns zeigen. Mhm. Liebe annehmen bedeutet übrigens auch die Kontrolle mal loszulassen. Gell? Wir können nichts annehmen, wenn wir schon irgendwo festhalten. Ja. Wie soll das gehen? Haben wir die Hände nicht frei. Und unserer weiblichen Energie wie Verletzlichkeit und Weichheit, die voll auszuleben. Das pure, abenteuerliche Einlassen auf die Liebe steckt da drinnen. Und die eigene An Liebe annehmen bedeutet auch, sich selbst damit aufzufüllen, den Liebesspeicher aufzufüllen. Dann kannst du auch erkennen, wie viel Liebe überall um dich herum ist und dich dadurch wiederum mit Liebe aufladen. Du siehst die Liebe dann auf einmal auch überall, weil du dich dazu entschieden hast, sie sehen zu wollen ist auch so ein wunderschöner Liebeskreislauf. Ja, ja. Den Fokus auf Liebe zu richten, bringt automatisch mehr Liebe. Es ist so. Das, worauf wir unseren Fokus hinlenken, das wächst. Und das macht dann wiederum natürliches Herz auf. Den Fokus auf Liebe zu richten, öffnet automatisch dein Herz. Genauso wie Liebe zu schenken, Komplimente zu machen, ein Lächeln zu schenken, diese gute Energie zu versenden, auch dieses ich spüre dann immer auch gleich dieses Urvertrauen, das sich dadurch automatisch aktiviert. Das ist, das ist alles richtig, wie es ist. Komm, wir machen das schon. Wir zwar, das Herz und ich. Oder für jemanden anderen auch einfach da zu sein. Wichtig ist einfach immer bei dem Ganzen auch, dass du immer ganz gut auf dich schaust, auf deinen Liebesspeicher und da immer wieder hinspürst, was es auch da braucht, um dich richtig gut aufzufüllen und dein Herz dadurch wieder mehr zu öffnen. Wo uns die Lila ja schon wundervoll übergeleitet hat zum nächsten Punkt, schau auf dich selbst. Wer bist du? Was fühlst du? Was wünschst du dir? Was sind deine Visionen, Gaben, Möglichkeiten und Grenzen? Mhm. Wer ist denn dieses Ich? Ja. Stell dir immer wieder die große Frage, wer bin ich? Was möchte ich? Wem will ich dienen? Was will ich wirklich, wirklich? Und sei freundlich zu deinem Körper, damit er neue Erfahrungen machen kann. Schenke ihm unendlich viel Fürsorge und liebevolle Aufmerksamkeit. Lerne ihn kennen, nimm deine Körperempfindungen und Regungen wahr ja, so und höre ihm zu. Lass dich berühren. Mhm. Es ist ganz wichtig, um unser Herz zu öffnen, Wir dürfen uns wirklich auch mit uns selbst und auch mit unserem Körper verbinden. Das Herz ist wirklich wie soll ich sagen, das, das ist nicht nur, wie soll ich sagen, energetisch. Mh, Herz öffnen ist nicht nur energetisch anzugehen, sondern da das Herz ja auch wirklich ein körperliches Organ ist, dürfen wir da auch ganz stark über das Körperliche da hineingehen, yep. uns mit dem Körper verbinden, hinhören. Was tut sich da? Unser, auch unser Herzschlag macht ja ganz viel. Wenn wir gestresst sind oder sonstiges, pumpert's es gleich ein bisschen schneller. Mhm. All diese Dinge, ja, da mal hinzuspüren und immer mehr herauszufinden, wer bin ich denn? Was will ich? Was brauche ich, um glücklich zu sein? Ganz wichtig, damit sich das Herzal noch weiter öffnet. Da können wir gleich noch ein bisschen tiefer eintauchen, gell? Mhm. Weil du darfst dich auch immer wieder fragen: wichtiger Punkt, was dein Herz gerade braucht, um sich öffnen zu können. Mhm. Bedeutet auch, dass du immer wieder nach innen gehen darfst, so wie es die Steffi schon so schön gesagt hat, jetzt und mal hinspürst in dein Herz hinein, auch in diesen Herzschlag. Und wenn du dich selbst mehr annehmen und lieben möchtest, dann mache bitte ab sofort folgendes zu deiner Gewohnheit: Verlagere deine Aufmerksamkeit immer wieder nach innen. Mhm. Das hilft enorm, um das eigene Herz zu öffnen. Fühle das, was gerade da ist. Und sobald du deine Aufmerksamkeit nach innen verlagerst, nimmst du dich automatisch auch besser wahr. Deine Gefühle und, so wie die Steffi schon so richtig gesagt hat, deine Körperempfindungen. Auch wie Wärme oder Energie oder dieses Zellbeben oder Gänsehaut mhm. oder auch Schmerz. Mhm. Wo ist denn da noch was zu? Wo tut's denn da noch weh? Und folgende Fragen können dich dabei unterstützen. Die darfst du dir immer wieder stellen. Was nehme ich in meinem Körper gerade wahr? Ist auch ganz essentiell, mhm. weil da steckt wirklich die Verbindung zu dir. Da genau. bist du einmal wirklich bei dir. Wie geht's mir gerade? Welches Gefühl ist denn da gerade in mir? Oder welche Gefühle zeigen sich da gerade? Wo fühle ich es? Wie sieht denn das so aus vielleicht? Hat das ein Bild? Hat das eine Farbe? was möchte mir dieses Gefühl vielleicht mitteilen warum zeigt sich das warum möchte es vielleicht aufmerksamkeit und natürlich was braucht mein herz um sich noch mehr öffnen zu können in all dem und ja wir hören schon jetzt kann es natürlich sein dass das kopffall wieder daherkommt sagen wir mal der verstand der ganz schnell ungeduldig wird weil nicht sofort was passiert oder nicht die antwort kommt die befriedigt der Verstand sucht ja schon einmal ganz anders als Antworten, als das Herz. Und weil der Verstand nicht sofort diesen einen Beweis hat, dass alles richtig ist, wie es ist und dass ich mich aufs Herz verlassen kann. Mm -mm. Der Verstand ist die Ungeduld, während die Liebe die Geduld ist. Wichtiger Punkt. Und auch hier darfst du dich einfach entscheiden, was dir wichtiger ist. Es ist nicht leicht, diesen Weg nach innen zu gehen, das stimmt, und dabei zu bleiben. Es kann aber gut sein, dass erstmal vielleicht nichts passiert oder nicht die Antwort kommt. Oder dass sogar gehende Langeweile aufkommt und Ungeduld. Da passiert nichts. Mir ist fad. was ist da los? Denkt's vielleicht in dir. Gehende Langeweile ist übrigens das Beste, was dir in dem Ganzen passieren kann. Ja, genau. Und wenn du genau wissen möchtest, was wir damit hm. meinen, bitte in die Nichtstun, Schwachsein, Faulsein-Podcast-Folge reinhören. <laughs> Langeweile ist ja Wahnsinn. Uh, das ist das Beste. Um dich auch wirklich mit dir verbinden zu können, darf einmal gar nichts sein. Das war spannend. Und dich deinen Gefühlen und Zuständen zu widmen und auch manche Gefühle mal auszuhalten, wie wir es vorher schon gesagt haben, mit all den Gefühlen wie Wut, Trauer, Schmerz, Angst, ist oft sogar ein Preis, den wir bezahlen wollen, auch in gewisser Art und Weise. Wenn du wirklich zu deinem Herzal wirst, du darfst das aushalten. Und je mehr du das übst, immer und immer wieder nach innen zu horchen, desto mehr wirst du fühlen. Und desto leichter wird es dir dann auch fallen. Denn, sagen wir uns ehrlich, was gibt es Schöneres, als sich selbst zu fühlen und dabei sich selbst so nah zu sein? Stimmt's? Ja, das sind dann die Momente, wo auch die Frauen, die mit uns im Coaching sind, dann komplett fertig sind. Ja. Dieses, ich, ich bin, bin zum das ersten Mal in meinem Leben, fühle ja. ich die Verbind Verbundenheit zu ja. mir selbst. Das ja. ist. Der Game Changer. Yes. Der Lebenschanger. Das ist true. True, true. Der Life Changer. True, true, true story. Wirklich. Wir haben noch einen wunderschönen Punkt und zwar über dich in Achtsamkeit. Die Achtsamkeit ist ein wunderbarer Unterstützer, wenn es darum geht, mehr in den Moment und ins Herz zu kommen. Also halte für einen Moment inne und mach dir bewusst, wer führt mich gerade? Mein Verstand oder mein Herz? Bin ich in der Angst oder in der Liebe? Und das Mehrmals am Tag halt immer wieder inne und frage dich. Und Achtsamkeit beginnt schon dabei, bei den ganz einfachen Dingen, wie dir ein gutes Essen zu, zuzubereiten und es bewusst zu genießen. Du kannst dir natürlich schnell, schnell was kochen, Fastfood bestellen oder dich ganz bewusst damit auseinandersetzen, was dein Herz und dein Körper jetzt gerade am meisten brauchen. Das haben wir auch ganz bewusst bei uns verändert, auch in, in, in der Kommunikation, in der Sprache. Mhm. Kannst du dich erinnern, Lila, mhm. wenn wir immer gesagt haben, früher ich gehe jetzt schnell, schnell kochen essen, ja. mhm. und schnell esse. Ich esse jetzt schnell was ja. und dann treffen wir uns wieder und machen wir weiter. Ja. Und wir haben das wirklich für uns ganz bewusst aus unserem Sprachschatz verbannt. Wir, weil gehen wir jetzt geben, langsam ja, kochen und in Ruhe kochen ja, genau. und in Ruhe essen und wir geben uns ein Zeichen, wann auch immer es ist, wenn wir jeweils fertig sind. Das kommt an. Und das machen und wir ganz Schiff. bewusst, ja. Und wenn es heute nicht mehr ist, dann ist er nicht mehr. Ja? Genau. Noch bei anderen Dingen dann. achtsam gelandet sind sind. Ja? Ja. Aber es ist einfach so. Und in der Achtsamkeit bist du einfach vollkommen präsent bei dem, was du jetzt gerade tust. Und wenn es auch gerade nur unter, Anführungsstrichen, unter fetten Anführungsstrichen blöd aus dem Fenster auch schon ist. Mhm. Ja? Sei im Moment, im Hier und Jetzt. Und das ist der Schlüssel, um dein Herz zu öffnen. Ein weiterer Schlüssel, der einen Schlüssel. Schlüssel, Echt? Schlüssel, Schlüssel. Haben wir schon viele, gell? Haben wir schon einen ganz großen Schlüsselpunkt Echt, zufälliger ja. Weise, ja? zufälligerweise? Zufälligerweise <laughs> mal wieder ein Schlüsselmoment hier. Ah, wir lieben unsere Schlüssel. Zwei Pünktchen zwei hätten wir noch. Und zwar, zwei wichtige Fragen wollen wir noch teilen im nächsten Punkt. Und mhm. zwar, was möchte ich versus was sollte ich? Ganz wichtiger. Wichtig ist, dass du nämlich unterscheidest zwischen, was sagt mein Herz, wie wir schon vorher gehabt haben, oder was sagt mein Kopf, was sagt mein Verstand. Bedeutet übersetzt, was möchte ich? Das verbindet dich nämlich mit deiner Intuition. Oder was sollte ich, was muss ich, was soll ich noch alles machen, damit ich weiterkomme? Fragt der Verstand. Und du darfst da immer wieder auch klar herausfinden, welche Stimme gerade zu dir spricht. Oder auch wenn du nicht weiter weißt, frag mal nach: Möchte ja. ich das oder sollte ich das? Ja. Die Antwort wird ganz klar kommen. Ja? Und du darfst dann wieder entscheiden, wie du danach handeln möchtest. Mhm. Ja, so. Verstanden. Und dort sind all die Antworten, die du suchst. Ja. Also rein ins Herz mit dir, schönste mhm. Frau. Unbedingt. Soll ich gleich anschließen? Und ja. Mach. <laughs> jetzt wissen wir nicht, was wir machen sollen. Jetzt sind wir überfordert. Mein Gott, na, was machen wir jetzt? Nein, Stefanie, mach du. Ja, wir machen da weiter im Wechsel. Geht sich alles. Also, der letzte Tipp, den wir für dich haben. Hör dir unsere Episode 33 Trausreise Herzöffnende Selbstannahme an. Mhm. Und am allerbesten die nächsten 28 Tage mindestens einmal täglich, um dich auch von deinem Unterbewusstsein unterstützen zu lassen. Weil da bleibt definitiv kein Herz verschlossen. Das ist richtig. Also, das kann, da kannst du wirklich unterstützen, da kann sich dich berieseln lassen, stoppelst dir deine Ohren zu, legst kannst Du kannst schöne der schönen Stimme der Stephanie ja. lauschen, das also, muss ich ja noch betonen. Ja? Mit ganz viel Liebe von der Lila natürlich yeah. dabei, das ist eh klar für uns. Gell? Aber, also, ja, aber das macht ganz schön macht viel. Was. Das wissen wir auch. Diese, diese, diese Trausreise geht echt tief. Und wenn du dir wirklich die nächsten 28 Tage einmal täglich anhörst, pff, da bleibt nichts zu. Ja, da geht alles auf. Genau. Also, was passiert, wenn wir unser Herz öffnen? Fassen wir es noch mal zusammen. Wenn wir unser Herz öffnen, dann zeigen wir uns selbst. Und wenn wir das Herz öffnen, nehmen wir wahr, wer wir wirklich sind. Wenn wir unser Herz öffnen, sind wir automatisch in der Liebe. Und ich ergänze noch eine Ich muss auch noch wir, was ergänzen. Wir verbinden uns mit den Menschen um uns herum. Ganz genau. Und ziehen genau die richtigen ins Leben. Mhm. Just say. Also es zahlt sich aus. Würden man fast beinen. Wir sind davon quasi überzeugt. Okay? Quasi. Ja. Quasi voll. Ja, total. Komplette Überzeugung. Ach, das war wirklich eine, Herzöffnend. Herzöffnend. Ja, eine herzöffnende Folge, die auch... Ich spüre es, auch unsere Herzen, Lila, ja. wieder noch weiter geöffnet haben und dir daran erinnert haben, dass wir da noch tiefer rein wollen. Mm. Ja, wir wollen das nicht, wir müssen, wir sollen, wir wollen. Ja, mm. das ist halt richtig schön. Und wenn du schönste Frau, die hier bei uns ist, während ja, du vielleicht gerade in diesem wundervollen Tag mit uns startest oder vielleicht gerade in deinem Bettchen liegst, oder in der warmen Badewanne. Pade <laughs> Oder in der warmen Badewanne. Oder gerade spazieren gehst, laufen gehst, was auch immer du gerade machst. Ganz egal, wo du gerade bist. Öffne dich für etwas Größeres und erlaube dir, dich selbst in einem neuen Licht zu sehen. Verbinde dich mit deiner inneren weiblichen Weisheit, mit deiner inneren Hexe. Und spür die unendlichen Möglichkeiten, die auf dich warten. Geh raus aus deiner Wohnung und betrete die Welt, raus aus deinem Kopf und zurück ins Gefühl, raus aus deiner Angst und hinein in die Liebe. Mhm. Und erlaube dir, deine Power und Liebe der ganzen Welt, dem gesamten Universum uneingeschränkt zu schenken und deine innere Stimme lauter sein zu lassen als all die Zweifel, die eh nicht wahr sind. Ja. Und nur weil es vielleicht noch nicht ganz geschehen ist, heißt das nicht, dass es nicht in Zukunft so sein wird und stell dir vor deine besten tage liegen noch vor dir ja deine besten tage liegen noch vor dir das große ganze yes und atme ein mein herz ist offen atme aus die liebe fließt du bist wunderschön du bist machtvoll du bist geliebt und du musst gar nichts tun außer du selbst zu sein Dich so zu zeigen, wie du bist. Und bei uns zu bleiben. Das ist das sowieso. Das ist auch deine Pflicht, tun. Steffi, du musst gell? Nee, tun, nicht du aber nicht tun, nur bei, bei uns, musst bleiben. Du solltest auch bei uns bleiben, gell? Das ist ein Biff. Ja. was für eine herkömmliche, ja, emotionale, liebevolle Folge. Die, das die mich selbst sehr berührt. Mich hat. auch. Mich auch. Steff, Muss ich echt sagen, ich auch. habe Gänsehaut nach wie vor. Mhm, ich ich spüre mein Zellbeben. Ich spüre mein weites, offenes Herz. Ja. For. wirklich voll ich spüre die Liebe zu dir Lila Oh, Unendlich. ich liebe dich so sehr <laughs> Richtig, ja habe <laughs> ich das spüre die Liebe jetzt halt immer wir mal wieder ein bisschen ja. schwer, schwer in Love emotional weil das hat ja so in <laughs> hat angefangen. angefangen wirklich aber es ist halt auch für mich diese tiefe Verbindung zu dir ist halt auch das was mein Herz auch immer weiter aufmacht hat gell? Mm. muss man mal sagen You're my heart opener yeah. Yeah. You're my heart You're, You're mein Soul, soul. Ah! Gegen einen muss noch kommen. Na, 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 also, Modern na, na, na. Talking, ganz ehrlich, das muss ja, einfach. War, gehen. Das sind ja wir, oder? Das sind wir. Ich bin der Dieter Boll und du, der Thomas Anders. Thomas Anders. Thomas <laughs> <Andreas> Anders. <laughs> Entschuldige, ich hoffe, er hört das jetzt nicht. Jetzt okay. haben also, was jetzt wir haben schon. Wie viele Leute wir schon angesprochen hast, haben, ich hoffe, dass das irgendwann einmal weitergeleitet wird. Damit die mal alle wissen, dass wir da unbezahlte Werbung machen. Wirklich. Vielleicht Keine Partnerschaft. Ja, alle Kommt aus uns raus. Mal, intuitiv. Was die Ferry, die Anderson war schon dabei. Alles. Also, Entschuldige. Wäre mal in der Zeit, dass sie sich jetzt betanken. Ja, oder, oder Zeit, dass das wirklich da, wie soll man sagen, sich bezahlt macht, oder? Ich meine, die müssen ja, ja dann mal das irgendwie ja honorierend. Ja. Wir wollen auf dem nächsten CD-Cover oben um sein von Modern ja, genau, Talking. Genau, so so. Wie im Hintergrund. Yeah. Oder Background-Sänger. <laughs> 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 ich glaube, das wird. Ja, <laughs> my soul. Sherry, Sherry Lane. Uh, starker Song. Die starker Song. kriegt dein Baby. And, yeah. der Franzi ist der Papa. Wie geht's, warte schnell, haben wir ein <laughs> Theater oder so? Irgendwie? <laughs> Nein, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt ich weiß auch nicht mehr. Ist ja schon, glaube ich, bald <laughs> 40 Jahre her. <laughs> oh, Gott. oh Gott. Ja, so das viel zum Abschluss. Wir das sind wieder so. weit über einer Stunde gelandet. Ja, war ich klar. Aber im Grunde logisch, ist es auch... Zeit ist, man, Zeit ist relativ bei uns. Man braucht es halt auch. Gell. Na, Na, man, wir, wir brauchen die Zeit. Damit du, das ist wie bei uns mit unseren können. Klientinnen in den Sitzungen. Ja. Es, wir brauchen unsere Zeit und manchmal brauchen wir einfach länger und bei uns wird da nicht irgendwas. Das, wir gehen in die Tiefe. Ja. Und die ersten 15 Minuten ist noch lustig, aber dann geht's los. Dann um Und dann müssen wir tiefer, tiefer, tiefer und auch <laughs> wieder aus. Arsch. Und auch wieder aus. <laughs> und dann müssen wir wieder auskaufen. alle rauskommen aus dem ja. Arsch. Ja. Ach du Scheiße. <lacht> das das <lacht> dauert <lacht> das halt. Das dauert eine Zahn <lacht> <lacht> Ja, so viel dazu. Also, das war's, oder? War das jetzt der Abschlussklatscher, Steffi? Ja, genau. Ja. Danke für dich, dass du hier bei uns bist. Danke für dein offenes Herz, dass du auch mit uns teilst. Danke, dass wir diese Verbindung dadurch so stark spüren können. Weil es ist ja diese tiefe Verbundenheit und nur, nur deswegen so möglich, mhm. weil wir alle unsere Herz so aufmachen. Gell? Mhm. Und, und Weil fließt, dieser Magnet, fließt. den wir in unserem Herzen haben, natürlich alle diese anderen Magneten, die wir da sind, ja? anziehen. Richtig. Deswegen sind wir hier gemeinsam. Wir Korrekt. haben uns magnetisch angezogen. Korrekt. Mhm. Korrekt. Na gut, na gut. Dann bleibt das nicht mehr viel zu sagen ja. außer Bitte gerne weiterempfehlen, das sind wir sehr, sehr dankbar. Das ist uns eigentlich das Wichtigste. Ja, das stimmt. Und vielleicht das einmal ist. noch die Masterclass zu erwähnen, Stefanie. Mm, gute Idee. Das könnten wir auch noch mm, einmal wieder. Mm, toll Nein, Gott, Na, da hat noch was zum Abschluss. Hat's, Abschluss. Hat's, hat's, Abschluss. Abschluss. Ja. Am 25. März, kann ich die Uhrzeit auch schon sagen, Stefanie? Das ist, ja, oder? wissen wir schon. Ja, sag es 19 mal. Uhr, oder? Ja, wird 19 Uhr, schätze ich. Ja, okay. gell? Daumen mal pi, Daumen plus mal bis. Bis. plus, minus. Mit einem akademischen ein Viertel verändern. dran. Nein, 19 Uhr ist grundsätzlich der Plan, aber ja. alle genauen Infos kommen dann noch. 25. März ist jedenfalls fix. Ja, und bitte und eintragen. Ort. Wir haben schon wirklich viele Voranmeldungen. Vor Vor das ist <laughs> geil. Komplett gestört. <laughs> <Ich> <laughs> aber es ist für uns das größte Geschenk und ja. wir wollen noch viel mehr. Wir wollen euch alle, wir wollen gemeinsam live mhm. in etwas eintauchen und ich möchte nochmal betonen: live. Das ist keine aufgezeichnete Partie da, ja? Mhm. wo wir uns da einfach hier hocken, ein bisschen was einreden und dann könnt ihr es euch runterladen. Nein, mhm. wir sitzen hier live und zusammen. Das ist uns auch irrsinnig wichtig. Mhm. Wir wollen mit euch verbunden sein, mit euch allen hier. Und deswegen, damit ihr mir nicht weiter einsteige, 25. März bitte notieren. Es wird Org. Mhm. Es wird um die Weiblichkeit beim Daten gehen und noch viel mehr. Also, mhm. das ist ja noch nicht einmal ansatzweise das, was es ist. Goddess Identity Next Level. Wir werden es die Goddess Identity, die wir sozusagen in der Zelle aktiviert und, und, und abgespeichert haben. wir jetzt, aus die die jetzt in, ja genau, Werden wir jetzt sozusagen als nächstes jetzt einmal ins Leben schicken. Genau, das ist der Plan. Also es wird noch ärger. Als Gottes Identity war mal der Anfang. Man ja, muss sagen, wenn wir Ansage haben, es wird ärger, dann liefern uh. wir auch ab. Ja? Uh, ja, das. Schnall dich ja. schon mal an. Ja. Es wird geil, steil und org und leibend. Also hat die eine mit uns. Ja, ich fühle mich schon die ein bisschen, die bisschen die so wie so die beim, beim, beim Rummel. Der Dacker da. Der da, 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 da. ja, genau. neue Runde, der hey, neueste Runde. Oh, es wird wieder Org, es wird wieder Org. Alle und, Hände. Ich, ne, ich sehe die blonde Dame, die will tanzen in der Mitte, das ja. wäre dann du. Ja. Ich, ich werde dann eher die, die sich festhält und ich will hier ja. wieder gut, raus. Schick. Das ist so ork. Ja, genau ja. Die twerkende Dame da. Lila, steh auf, Lila, komm, steh auf. Ja. Wir stehen im ja, genau. Dacker Komm, komm, Lila, twerk mit mir. Ja. Und dann sagt die Lila, na gut. Und dann ja. macht es ruhig Spaß. Apropos also, ja. twerken. ja. Ich meine, die Lilo und ich wollen jetzt da, ich erzähle es jetzt kurz, ein, ein, noch einen Schwank aus unserem Leben. Ja, wir, wir werden uns jetzt da einen, einen Online-Twerkkurs ne, gönnen. Sparen. Weiblich. Unsere schönen Bootis einmal richtig schwingen lernen. Ich habe letztens ein Video gesehen von einem Twerk. Herr Auf, hat mich sehr animiert. <laughs> das kann ich auch. Das bringen wir hin. <laughs> So, okay. Ja, wir's. also zum Abschluss bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, ja. außer dass wir dich sehr lieben, sehr dankbar sind, dass wir hier zusammen sind. Genau, also um auch euch, sagt deswegen halte ich jetzt meine Klappe und sage nur noch eines mit der Lila gemeinsam. Jawohl. Hoffentlich gut zu schaffen. Ja, 3, 2, 1, Lila. Liebe. Bussi Papa. Mua.